Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2019. Ich trage jetzt den neuen J-Cruise 2 von Shoei, einen offenen Helm, einen Jethelm, den viele gerne tragen, besonders im Sommer, in der Stadt, am Roller oder auch auf einer Tourer Cruiser, je nachdem. Wir haben ein relativ weit heruntergezogenes Visier, was mir sehr gefällt, weil dann flattert mein Bart nicht so. Und das wird hier auch fixiert. Das kann ich jetzt kaum öffnen. Jetzt muss ich hier ein bisschen nach außen bewegen, dann kann ich es wieder aufmachen. Und ihr habt es auch schon gesehen, durch einen Schiebemechanismus hier, durch einen Schieber, kann ich das Sonnenvisier ausfahren, das ziemlich stark getönt ist. Ja, könnte ich gut schlafen. Der Helm passt mir auch perfekt in M. Irgendwie komme ich jetzt da auf der EICMA drauf. Mein Kopf ist kleiner geworden, meine Füße größer oder so. Ich glaube, alles bewegt sich nach unten. Ich habe nämlich so 58 cm Kopfumfang. Das ist hin und wieder so ein bisschen dazwischen, 58, 59 zwischen M und L. Der passt wirklich wie angegossen. Das ist ein Wahnsinn, das ist so angenehm. Ich glaube, das ist so ziemlich der komfortabelste Jethelm, den ich je getragen habe, weil er wirklich wie gemacht ist für meinen Kopf, aber das muss natürlich jeder selbst probieren. Wir haben insgesamt drei Schalengrößen verfügbar. Wir sehen hier auch diesen Schnellwechselmechanismus. Kann ich also das Visier tauschen? Es gibt natürlich getönte und gespiegelte Visiere, was dann aber ein bisschen wenig Sinn macht, weil ich habe ein Sonnenvisier zum Ausfahren und zwei getönte Visiere übereinander. Also ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, das ist dann echt schon zu dunkel. Dann haben wir so einen Ratschenverschluss, also keinen Doppel-D wie beim Sporthelm, sondern diesen Ratschenverschluss, das kennt man ein bisschen aus dem Flugzeug so ähnlich, das funktioniert auch so. Angenehmes Innenfutter. Wie wir sehen, ich trage darunter oft auch noch so ein bisschen Hauball oder was, dass ich da reinschwitze. Dann muss ich das Futter nicht waschen während der Saison. Hinten haben wir natürlich einen Auslass, so einen kleinen Spoiler. Und vorne haben wir gleich drei Belüftungsöffnungen mit Schieber. Das sehen wir auch, ich kann zwei Stufen hier wählen, in der Mitte genauso. Ja, da kann ich sogar so ein bisschen stufenlos verstellen. Schön das Shoei-Logo drauf lackiert. Und er ist auch relativ leicht. Ich habe jetzt in Größe M hier angegeben 1400 Gramm. Ich meine, es ist ein offener Helm. Da gibt es natürlich Vollintegralhelme, die leichter sind, aber das sind dann aus Carbon, die sind wesentlich teurer. Also gefällt mir sehr gut, hat auch ein bisschen schon sportlichere Ansätze. Ist nicht ganz so plain, nicht ganz so simpel wie andere, die dann halt auch schon leider schneller mal wie eine Kugel. Da unten ist das Visier, ist dann auch noch einmal ein bisschen geformt. Ja, wie man sehen, da haben wir so eine Art Lippe drin, dass ich das auch aufschieben kann. Ja. Also, wie gesagt, für meinen Kopf wie gemacht, könnt ihr wieder einen neuen brauchen. Und wenn euch der Helm auch gut gefällt, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Wir haben nicht nur diesen Halbschalenhelm für euch, sondern auch den neuen Clamstar. Das ist so ein Retro-Helm, taugt mir sehr. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.